Du hast Großes geleistet, Alolana. Ja, vielen Dank. Während du in der Ultra-Metropolis gegen die Cross bekämpft hast, habe ich etwas Grundlegendes über die Auren herausgefunden, die in Alola so reichlich zu finden sind. Die Auren Alolas kommen von dem Licht, das Necrozma vor so langer Zeit ausgeströmt hat. Die Prüfungsstätten müssen eine Art Auffangbecken für das Licht Necrozmas gewesen sein. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Die Z-Kraft der Z-Attacken sowie die Aura des Herrscher-Pokémon, das alles sind in Wahrheit Gaben Necrozmas. Ein Trainer von deinem Format sollte dazu in der Lage sein, Necrozma sein Licht zurückzugeben, ohne dabei seinen Zorn auf sich zu ziehen. Wir möchten uns bei dir bedanken, indem wir dir unser Lunala zur Verfügung stellen. Erforsche mit dem Ultra Warp neue Welten. Ich bin mir sicher, dass du wirst dort fantastischen Pokémon begegnen. Wir werden noch eine Weile in Alola bleiben. Schließlich bietet sich einem nicht alle Tage die Gelegenheit, solch unglaublichen Mengen an Z-Kraft zu erforschen. Für die Inselwanderschaft fühlen wir uns zwar nicht bereit, aber wir können zumindest die umso fremde hiesige Kultur erforschen. Ja, genau. Und du willst wissen... Und willst du wissen, was ich will? Ich will mich mit einem Dicta anfreunden. Matze. Lilly, du hattest recht damit, dass wir die Gefühle der Pokémon nicht ignorieren dürfen. Es war richtig von dir, mit Cosmog wegzulaufen. Ich habe doch nichts. Das verdanken wir alles nur Matze. Ohne ihn hätten wir es nie geschafft. Hier, du sollst diese Ultrabälle bekommen. Du erhältst 3 Exemplare des Items Ultraball. Das sind spezielle Pokebälle, die wir zusammen mit dem Ultra-Forschungsteam entwickelt haben, um Ultrabestien zu fangen. Einem Trainer wie dir kann ich sie bedenkenlos überlassen. Jetzt, wo ihm sein Licht geraubt wurde, ist Cosmog, ich meine Solgaleo, geschwächt. Ich werde mich im Ätherparadies um es kümmern. Dabei brauche ich deine Hilfe, Lilly. Ja, Mutter. Samantha ist endlich nicht die Bösartige. Ja! Wenn man andere dazu bringt, das Beste aus sich rauszuholen, dann hilft das auch einem selbst. Matze, ich war dir zwar sicherlich keine große Hilfe, doch du sollst wissen, dass ich stets mit dir und deinen Pokémon mitgefiebert habe. Ich hatte auch Gelegenheit, mit Mutter zu sprechen. Wir haben uns über Verschiedenes unterhalten und ich glaube, ihre Sicht der Dinge jetzt etwas besser zu verstehen. Matze, du hast nicht nur Necrozma und die Leute aus jener fernen Welt gerettet, nein, du hast uns alle hier vor dem Untergang bewahrt und uns das Lächeln zurückgegeben. Ich werde erstmal zurück ans Ätherparadies gehen, damit Wölkchen wieder zu Kräften kommen kann. Gib auf der Inselwanderschaft auch weiterhin dein Bestes, Matze. Danke an Lilly fürs Heilen unserer Pokémon. Aber auf uns wartet jetzt ein anderes Abenteuer. Matsurika? Alola, Matze. Alola. Ich bin hergekommen, als ich gesehen habe, wie es um das Podest herum dunkel geworden ist. Aber wie es aussieht, hast du das Problem schon ganz alleine gelöst. Da fühle ich mich glatt überflüssig. So geht das einfach nicht. Schließlich bin ich ein Captain. Wie wär's also, wenn du dich an meiner Prüfung versuchst? Die sollte selbst für dich eine große Herausforderung darstellen. Komm einfach bei mir zu Hause vorbei, wenn du Lust auf eine Herausforderung hast. Du weißt schon, im Dorf des Seevolkes. Vielleicht wäre es am besten, wenn wir zusammen gehen. Sprich mich an, wenn dir danach ist. Gehen wir. Also gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und wie bereits gesagt, wir betreten einen anderen Weg als Lilly. Hier trennen sich also die Wege. Ich heile trotzdem nochmal meine Pokémon, bin mir da nie so sicher, ob alle fit sind. Ich hoffe nur nicht, dass Lilly uns wieder verlässt. Also ich hoffe, dass Lilly da bleibt. Nicht so wie in Pokémon Mond, dass sie dann einfach geht. Fand ich schon sehr traurig. Muss ich ehrlich zugeben. Da wartet jemand auf uns. Unsere 6 Pokémon werden geheilt und ich schaue jetzt mal Venikro genauer an. Wenn Venikro wirklich ein bisschen stärker ist, als wir vielleicht bisher angenommen haben. Nein, es hat nur Level 40. Das reicht uns nicht.
Anorit, Gestein Käfer, Bolgos, Gestein Drache. Lunala. Lunala hat leider bei uns nicht keine große Rolle gespielt. Tatsächlich mit dem Typ Psychogeist. Wir haben hier schon einen Geist. Sind alle zu stark. Magerna würde reinpassen. Oder Typ 0. Megiras zu Grandiras trainieren, dann hätten wir ein Kampf-Pokémon. Aber einen zweiten Drachentypen. Oder wir nehmen Amphira und haben ein Gift-Feuer-Pokémon, was wir bisher noch nicht haben. Muss mal kurz tauschen hier. Ich muss die mal kurz vergleichen. 140, 118, 127, 140, 68 Verteidigung, 64 Angriff und 66 Initiative. Bei 4 Level Unterschied. Das ist schon ein krasser Unterschied. Muss ich leider ehrlich gestehen. Da ist Amphira nicht gut genug. Den Vergleich gewinnt Amphira nicht. Und Pinsir? 126, 113. ...319, 140, 85, 83. Eieieiei. Das ist gerade echt nicht einfach zu entscheiden, Freunde. Ditto. Nein. Einfach außer Glück, einfach aus bleibt im Team. Ich muss trotzdem kurz eins ablegen, wir kriegen nämlich noch ein Pokémon dazu. Und in diesem Fall schmeiße ich ganz kurz Pupita raus. Muss danach auch noch die Steine wieder ändern, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Genau. Kyogre erhalten! Natürlich. Level 100. Natürlich, was auch sonst. Nico ist nicht stark genug. Er hat einen Bestien-Boost. Das ist schon gut. Na gut. Schauen wir mal weiter. Welche Aufgabe Matsurike für uns hat? Das war noch eins weiter unten. Das war hier.